Der Kern von diesen nachrichtenbasierten Systemen sind sogenannte Queues. Und was können Sie jetzt damit anstellen? Das würde ich gern kurz in ein paar Beispielen vorführen. Queues sind Bestandteil von der nachrichtenorientierten Middleware oder Message-Oriented Middleware. Und mit dieser nachrichtenorientierten Middleware können Sie vor allem asynchron kommunizieren. Also Sie schicken eine Nachricht los, vergessen die, arbeiten weiter, wie Sie wollen, und irgendwann wird die Nachricht dem Empfänger zugestellt. Also ähnlich wie ein Brief oder ein Paket bei der Post. Und der große Vorteil ist, Sie können jetzt dadurch, dass Sie asynchron arbeiten, Sender und Empfänger voneinander entkoppeln. Das heißt, der Sender muss irgendwann mal online sein, um die Nachricht zu verschicken. Der Empfänger muss irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt online sein, um die Nachricht zu verarbeiten. Aber was wir nicht mehr brauchen, wie bei synchroner Kommunikation, ist, dass beide gleichzeitig online sind. Das heißt, insgesamt steigt die Verfügbarkeit des Gesamtsystems, weil immer mal ein Teil ausfallen kann, ohne dass das Gesamtsystem aufhört zu arbeiten. Diese Entkopplung wird dadurch möglich, dass Sie diese Nachrichten, die Sender und Empfänger austauschen, in der Queue oder in einem anderen Zwischenspeicher zwischenspeichern. Meistens heißt das Queue. Also Sender sendet an Queue, Empfänger empfängt aus Queue und Queue als Zwischenspeicher. Und diese Queues werden vielleicht vom Betriebssystem verwaltet. Zum Beispiel haben Sie auch Windows MSMQ. Das können Sie nachinstallieren, wenn Sie möchten, und dann wird das von Ihrem Windows-Betriebssystem verwaltet. Es gibt andere Systeme wie RabbitMQ, was wir nutzen werden. Das müssen Sie extra auf Ihr System drauf installieren. Das ist sozusagen eine eigene Software mit einem eigenen Service, der Ihre Anfragen bearbeitet. Und diese Queues arbeiten meist in den allermeisten Fällen nach dem FIFO-Prinzip. Das heißt, die erste Nachricht, die ankommt, ist auch die erste, die verarbeitet wird. Ne? First in, first out. Wie Queues, die Sie, oder wie Warteschlangen, die Sie schon aus vielen anderen Vorlesungen kennen. Und ja, genau. Kann man sich vorstellen, Sender schreibt in die Warteschlange, Empfänger liest aus der Warteschlange. Und damit bleibt auch die Reihenfolge der Nachrichten natürlich erhalten. Und hier nochmal als Grafik veranschaulicht, Sender und Empfänger kommunizieren über eine Queue, und diese kleinen Briefsymbole, die sollen die Nachrichten sein. So, und was Sie jetzt machen können, ist, können Sie verschiedenste Konzepte mit diesen Bausteinen umsetzen. Und jetzt habe ich hier so drei, vier Konzepte, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie groß der Lösungsraum eigentlich ist mit diesen Techniken. Sie können ein oder mehrere Sender machen und einen Empfänger. Und Kommunikation natürlich über die Queue nur in eine Richtung. Also es ist nicht bidirektional, wie vielleicht diese Socket-Verbindung, sondern tatsächlich unidirektional, nur von Sender zu Empfänger mit Queue als Zwischenspeicher. Sender und Empfänger sind natürlich dann entkoppelt, wie schon erwähnt, weil die Queue ja die Nachricht aufhebt und so lange aufhebt, bis der Empfänger sie abgeholt hat. Und der Empfänger selbst entscheidet, wann er die abholen will. Das heißt, wenn er überlastet ist oder gerade abgestürzt ist oder bessere Dinge zu tun hat, dann bleibt die Nachricht halt in der Queue drin stecken. Und das habe ich auch schon erzählt. Die Sender und Empfänger müssen deswegen nicht gleichzeitig online sein, und deswegen steigt die Gesamtverfügbarkeit deutlich. Diese Queue kann man noch ein bisschen absichern. Kann sich vorstellen, wenn die Queue im Hauptspeicher ist und der Rechner mit der Queue stürzt ab, dann sind die Daten weg. Das wollen Sie nicht. Deswegen ist es natürlich vernünftig, wenn die Queue persistent ist. Das heißt, dass irgendwie eine Datenbank drunter ist oder irgendein anderer Speicher, der das Ganze, die Nachrichten über den Systemabsturz hinweg am Leben erhält. Und was man noch machen kann, ist, man kann die Queue transaktionsbasiert machen. Also das heißt, dass die mehrere Nachrichten wie ein Atom betrachtet. Das heißt also, die werden dann ganz oder gar nicht verarbeitet. So können Sie also Bündel von Nachrichten machen. Das kann im Einzelfall auch sinnvoll sein. Und das mal als Grafik. Das heißt, Sie haben hier sozusagen verschiedenste Sender, die in die Queue schreiben, und ein oder mehrere Empfänger, die aus der Queue lesen. Und dann kriegt man so eine Art Punkt-zu-Punkt-Verbindung damit hin. Was geht noch? Sie können sowas wie eine Lastbalancierung mit Queues machen. Ne? Sie nehmen viele Sender, sogar viele Empfänger. Die Empfänger sind aber machen alle denselben Job. Die können machen Bildverarbeitung, E-Mails-Verarbeitung oder irgendeine andere Form von Verarbeitung. Und der Vorteil von diesem Teil ist, dass Sie beliebig viele Empfänger starten können. Das hilft Ihnen natürlich beispielsweise bei einem Cloud-Provider wie AWS oder wie Azure oder wie Google Compute Engine. Da können Sie ja haben Sie ja quasi unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung, und wenn Ihre Last steigt, starten Sie einfach noch ein paar virtuelle Maschinen mit noch ein paar Empfängern und haben sozusagen diese Lastspitzen damit ausgeglichen. Funktioniert, und als Entkoppelung wird immer noch Ihre Queue verwendet. Und die Nachricht, also oder der Job, wird immer nur von einem Empfänger bearbeitet. Und damit kriegen Sie wunderbar diese elastische Skalierbarkeit hin.
weil sie halt nach Bedarf Empfänger starten und stoppen können. Ist hier so ein bisschen dargestellt, ein Sender sendet was rein und die Nachricht wird von einem Empfänger verarbeitet. Wenn der Sender noch 10.000 andere Nachrichten reinstopft, dann holt sich jeweils ein anderer Empfänger diese Nachrichten raus. Genau, und so können Sie quasi hier beliebig viele Sender haben, die beliebig viel Last erzeugen und abhängig von der Last starten und stoppen Sie hier halt entsprechende Empfänger, die das verarbeiten können. Und das sind einzelne Programme, einzelne virtuelle Maschinen, die Sie zum Beispiel auf einer AWS-Cloud rauf und runter fahren können. Was man noch machen kann, ist, man kann mit, ich überspringe das mal ganz kurz da, man kann sogar so eine Art entfernten Methodenaufruf damit nachmachen, indem man so ein Request-Reply-Szenario macht. Sender sendet in die Request-Queue, Empfänger verarbeitet was und schickt über die Reply-Queue Ergebnis zurück. Also kriegen Sie sowas wie einen Methodenaufruf oder mein tolles Proxy-Pattern von letzter Woche, kriegen Sie damit auch wunderbar implementiert. Also Proxy-Pattern sieht vorne aus synchron aus und die Implementierung hinten raus ist über Queues asynchron gemacht. Selbst das kriegen Sie hin. Also Request-Reply funktioniert auch. Sehr häufig verwendet, ich meine, das ist auch der Hauptanwendungsfall von den Queues, ist das Publisher-Subscriber-Pattern. Das funktioniert so ähnlich wie das Observer-Pattern, was Sie wahrscheinlich schon kennen. Ich habe einen oder mehrere Sender und sehr viele Empfänger. Und die Sender schicken eine Nachricht an ein Topic, so hieß das Ding bei JMS. Wenn Sie das machen, was wir in dieser Vorlesung machen, ist das ein sogenannter Fan-Out-Exchange. Was das genau ist, werden wir dann aber noch sehen. Aber das ist so ein Dingsbums, was in der Lage ist, Nachrichten an viele Empfänger zu verteilen. Jetzt ist es so, dass die Empfänger sich normalerweise anmelden bei der Nachrichtenverteilung. Das heißt, ich sage, hallo, ich bin auch interessiert daran, ähnlich wie bei Sie beim Observer-Pattern, dass der Observer sich beim Observable anmeldet. Der Witz besteht jetzt darin, im Gegensatz zu dem Worker-Beispiel von gerade eben, dass die Empfänger eben nicht verbrauchend die Nachrichten lesen. Das heißt, eine Nachricht geht nicht nur an genau einen Empfänger, sondern an alle angemeldeten Empfänger. Also alle angemeldeten Empfänger werden darüber informiert, dass zum Beispiel ein neuer Kunde da ist oder darüber informiert, dass irgendein Event eingetreten ist oder. Oder dass sich die Temperatur im Wohnzimmer um 20 Grad erhöht hat, sowas in der Gegend. Und Empfänger können online sein, je nach Konfiguration, müssen nicht zwingend online sein. Wie gesagt, das kann man konfigurieren, sodass die Queues oder Topics die Daten aufheben, solange bis sie konsumiert sind oder verwerfen, wenn der Empfänger eben nicht online ist. Das ist eine Frage der Konfiguration. Und auch da ist es wieder so, das Schöne daran ist jetzt, dass Sender und Empfänger komplett entkoppelt sind. Der Sender sendet ja bloß an dieses Topic oder an diesen Exchange, Fan-Out-Exchange. Die Empfänger kennen den Sender nicht, die kennen ja nur den Exchange oder die Queues oder den Topic. Es können beliebig viele Empfänger angemeldet sein und der Sender, den kratzt das gar nicht. Also wunderschöne Entkopplung, wie beim Observer-Pattern auch. Deswegen kann man sagen, das ist im Grunde auch so das asynchrone Observer-Pattern. Also Publisher-Subscriber-Pattern funktioniert wie folgt. Ein oder wenige Sender senden irgendeine Information. Hallo, wir haben einen Kunden beispielsweise. Und die Infrastruktur sorgt dann dafür, dass beliebig viele Empfänger dieselbe Nachricht erhalten. Also aus einer Nachricht hier rein, dieselbe Nachricht wird hier dupliziert an alle beliebigen Empfänger. So, wichtiger Bestandteil ist jetzt noch die Nachricht von so einer Middleware. Das heißt, die besteht häufig aus einer Art Envelope, also das ist sozusagen das Ding, was um die Nachricht herum ist, sodass man sagen kann, also das sind die Bestandteile der Nachricht. Und dann haben Sie wie so einen Umschlag den Header, da sind also Verwaltungsinformationen drin, Steuerungsinformationen, Routeninformationen und so weiter, dass also das die Nachricht geschickt zugestellt werden kann. Und Sie haben einen Body in den Nachrichten drin, der beliebige Informationen enthalten kann. In den ersten Beispielen, die wir heute besprechen, ist das einfach ein Byte Array, was Sie rumschicken. Also nochmal zusammengefasst, der Header wird von der Middleware interpretiert und Sie haben Routing-Informationen, Verfallszeiten, irgendwelche Properties, die Sie zur weiteren Verarbeitung brauchen. Also all das ist eigentlich nur spannend für die Nachrichten und die Middleware. Und Sie haben einen Body, wo Sie im Prinzip frei wählbar irgendeinen Inhalt reintun können, Binärdaten, ASCII-Text, JSON, also im Grunde all das, was man als Byte Array darstellen kann, können Sie in den Body reinschreiben.
Und was Sie dann in der nachrichtenorientierten Middleware normalerweise haben, das ist jetzt das allgemeine Begriff, Sie haben Queues, da die speichern die Nachrichten halt als FIFO-Speicher. Sie können transaktionsbasiert sein, das hatte ich schon erzählt, also das Reinschreiben und Rauslesen von Nachrichten können Sie zu einer Transaktion bündeln, also dass das Schreiben oder Lesen von mehreren Nachrichten als Atom behandelt wird. FIFO-Prinzip hatten wir ja schon, man kann aber auch eine Priority Queue machen, also dass Nachrichten, die wichtiger sind, andere überholen können. Dieser Speicher wird normalerweise von der Middleware verwaltet und da kann man natürlich dann entscheiden, wo der liegen soll. Das Schöne ist, diese Queues sind völlig unabhängig von der Anwendung, das heißt, die installieren die oder betreiben die mit einer extra Software, sodass sie die auch unabhängig von der Software definieren können. Sie können die unabhängig von der Software einsehen, sie können die verwalten, sie können Nachrichten auch erzeugen und löschen, Lastbalancierung machen. Also dadurch gewinnen sie deutlich mehr Flexibilität im Anwendungsdesign, als sie mit anderen Technologien hätten. Letzter Punkt, Sie brauchen natürlich dann eine Software zur Queue-Verwaltung. Das ist so die letzte Folie für dieses Video. Sie brauchen also eine Software, die sogenannte nachrichtenorientierte Middleware. In unserem Fall ist das RabbitMQ. Früher war das ActiveMQ oder MSMQ auf Microsoft Windows-Basis. Und diese Software, diese Queue-Verwaltung, sorgt halt dafür, dass die Queues überhaupt existieren, also dass da irgendein Speicher reserviert ist, dass die vielleicht in der Datenbank gespeichert werden. Und normalerweise nimmt der Sender, den wir in zum Beispiel Java oder Python oder Go schreiben zum Beispiel, dann Verbindung mit dieser Software auf. Das zeige ich dann an einem Codebeispiel nochmal genauer. Und diese Middleware sorgt dann dafür, dass die Nachrichten, die der Sender sendet, auch tatsächlich in den Queues gespeichert werden. Das ist eine extra Software, die Sie installieren müssen auf Ihrer Maschine. Und hier ist nochmal zusammengefasst, was die nachrichtenorientierte Middleware so tut. So, soweit zu den groben Bestandteilen von einer nachrichtenorientierten Middleware. Wie gesagt, das Wichtigste sind Nachrichten und Queues und eine Software, die die Queues verwaltet, nämlich die Middleware selbst. In den nächsten Videos schauen wir uns dann an, was eigentlich der Vorteil von dieser nachrichtenorientierten Middleware ist. Da nehme ich nochmal auf das Beispiel vom Anfang Bezug.